Hallo liebes Publikum, mein Name ist Oliver Uschmann, hier habe ich den Comicroman Bens legendäre Skills und ich darf es verraten, ich bin das O in Somm Goldberg. Das S ist Silvia Witt und das M ist Michael Holtschulte, der die Zeichnungen gemacht hat. Und das Buch handelt von Ben, der ein Gamer ist und sich unglaublich viel in Exploria bewegt. Exploria ist ein erfundenes Spiel, das nur in diesem Buch existiert. Eine unglaublich riesige Welt und er versucht, die Fähigkeiten aus dem Spiel in sein Leben zu übertragen, damit er nicht in der Schule scheitert, denn es sieht ganz danach aus. Hier ein kleiner Auszug. Das ganze Wochenende hat mein Vater versucht, mir Nachhilfe in Mathe zu geben. Aber ich kapiere es einfach nicht. Quadratische Funktionen, Polynomdivision, Parabeln, Stauchen. Mein Vater sagt, das sei doch alles logisch. Ja, logisch ist für mich, dass man das sprechende Labyrinth in Exploria nur mit Hilfe eines Vielzungenzünglers überwinden kann, den man sich durch das Anheuern auf dem alten Luftschiff verdient, mit dem man in die Innenwelt abtaucht. Das ist für mich logisch. Für die meisten ist das unlogisch. Ich weiß aber immer genau, wie sich die Macher das ungefähr gedacht haben. Die Programmierer von Exploria sind angeblich aus Südkorea und Kalifornien. Es soll auch eine Russin dabei sein und ein Tadschike. Keiner weiß das genau. Die Kalifornier waren früher bei der NSA, sagt man. Und einer der Südkoreaner war Profispieler bei League of Legends. Exploria könnte man nicht als E-Sport betreiben. Dafür begreifen es auch viel zu wenige. Für mich fühlt es sich aber so an, als wäre ich schon immer dort gewesen. Ich schaue Fadi und Emma, also seine besten Freunde im Buch, an und sage, ich will hier nicht weg von der Schule. Emma legt süß den Kopf schief, hinter mir pocht der Basketball auf den Asphalt. Pock, pock. Na, ihr Lauchstangen, sagt Manuel. Manuel ist so der typische Junge, der Ben immer mobbt. Er ist derjenige, der dribbelt. Auch mal einen Wurf riskieren, Ben. Emma sagt, wir haben hier was zu besprechen. Manuel grinst verächtlich. Ach komm, unser Meistersportler traut sich bloß nicht. Jetzt muss ich Ben natürlich trauen. Alle gucken. Er steht auf. Ich kann jetzt nicht kneifen. Es macht mir nichts aus, dass alle gucken. Aber Emma guckt eben auch. Amara filmt, was sonst. Ich sage, komm, gib her die Kugel. Ich gehe rüber zum Korb, stelle mich an die Drei-Punkte-Linie. Und jetzt konzentriert er sich, indem er einatmet und man kann im Spiel sogar tief einatmen und zwar mit Alt F7. Also sagt er sich jetzt im echten Leben Alt F7 und er wirft. Der Ball trifft nicht nur nicht den Korb, er fliegt allen Ernstes so weit links daran vorbei, dass er nur die Kante vom Brett trifft. Manuel lacht sich schlapp, ein paar Leute applaudieren spöttisch. Am liebsten würde ich im Boden versinken. In Exploria geht das mit dem Underworld sauber. In Exploria geht vieles. Aber hier in der Scheißrealität, da geht nichts. Manuel holt den Ball wieder. Amara senkt ihr Telefon und tippt. Sprich, sie postet jetzt schon dieses beschämende Video. Emma, willst du ihr gehen? Ich hebe die Hand und sage, komm, lass sie machen. Videos kann niemand mehr verhindern, außer wir schalten das Internet ab. Bens legendäre Skills, liebe deine Endgegner. Ciao.